Heute hat noch keiner Geburtstag, oder? Nö. Nö. Ach, die Scheiße. Wir müssen noch Sachen ernten. Ich hab hier... Ich hab noch ein paar Trüffelölmaschinen gebaut. Dann kannst du schneller verarbeiten, das Trüffelöl. Ja. Das ist super. So. So, wo könnte ich noch Maschinen hinstellen? Daneben gehen wir noch eine. Gut. Hier gehen wir noch eine. Haben wir das schon mal erledigt? Stimmt, das kann ja auch noch rein. Dann kommt man da hin, wo es nicht stört. Ah, wir haben irgendeinen Eichenbarren bekommen von Clint. Warum auch immer. Hast du noch Trüffel? Die habe ich schon reingelegt. Hallo? Ja. Habe ich alle. Ich habe alle. So, oh, dickisch. Weil hier keine einzige Trüffelölmaschine an ist, deswegen. So. Ja. Mach deine süßen Geräusche, Baby. Gut. Ich bin ja gerade am Abernten. Okay. Also ich habe noch zwei Bienenhäuser. Ich sehe gerade die Welt von der Küche, die müssen hier mal raus. So, da kommt alles in die Herbstkiste, was ich hier abernte. Ich finde es gut, dass es jetzt auch mal lohnt, goldene Sachen zu behalten. Uralte Samen, okay. Sieben Tage brauche ich für etwas. Sechs Tage. Ist in Ordnung. Nehme ich mit. Ja, das wird dann erstmal schön alles verlegt hier. Damit die Felder auch ja nicht kaputt gehen. Dann ist ja sowieso Winter und dann brauchen wir erstmal nicht auf dem Feld machen. Wieso? Wir können im Winter auch was anbauen. Wenn wir wollen. Ja, wenn wir wollen. Wir können auch mal im Winter auslassen. Wenn wir wollen. Wir sind reich. Oh, das könnte sein. Muss aber nicht. Das wäre nicht so richtig. So, hier war noch was, genau. Ja, ich habe ja alles verteilt und alles verlegt. Das ist schon mal super. Dann kommt das hier rein. Übrigens, wir müssen dann abwechselnd ernten, ja? Damit jeder von uns 25 Beuten erntet. Feenrose ist das. Eine Pflanze. Gehört die mit dazu? Die Herbstkollektion. Ja, ich habe jetzt hier, wie gesagt, gemacht. Vor allem den ganzen Kürbis habe ich gemacht. Meine Fresse, das hört ja gar nicht mehr auf hier.
zu viel Zeug. Ich auch. So. So. Die Kleine. Die macht süße Geräusche. Oh, kannst du mal hier zum Süden unser fahren? Da sind die Kürbisse fertig. Kannst du mal bitte herkommen und Getreide sammeln? Weil Getreide alle 4 Tage wächst. Obwohl 25 Ernten kriegen wir da trotzdem den Nahrungs, glaube ich. Dann hätten wir die Quest von Pierre früher aufnehmen müssen. Doch, in unserem Gewächsfeld, im Gewächshaus, könnten wir eigentlich auch noch ernten. Das geht dann vielleicht doch zusammen mit dem Gewächshaus, weißt du? Könnte passieren, ja. Getreide, ja? Mhm. Ist das hier drinne bei den... Müsste da irgendwo drin sein. Weizensaat. Ja. Dass du das im Süden mal anpflanzt, das wäre super. Ach, da unten. Ja, ich sehe schon, was du meinst. Ich merke schon, ja. So. Und wenn du danach fertig bist, dann guck mal in unserem Gewächshaus, ob du da auch noch was anpflanzen kannst. Ich muss sowieso in die Richtung hoch. Oh, Maria. Kleine Maus. Mach mir den Kopf gerade. Wir müssen immer sowas mal schön hängen, dass ich immer das Gefühl habe, der Kopf hängt unten auf dem Boden und der Körper ist immer noch oben. So. Kinder haben ein Talent dafür. Den Kopf hängen zu lassen. Auch wenn man nur sagt, Kinder, das sind Kopf nicht hin. Gut. Okay. So. Hier und da und hier. Die lege ich jetzt mal da rein. Ich glaube, 25 Gold wird es jetzt eher nicht geben. Ne? Nö. Weiß ich nicht. Eventuell also vielleicht doch. Mit goldenen Dünger machen müssen. So. Nur weil es mal regnet, bleiben die Schafe drin, ey. Das sind so, die sind so faul. Ja, Kleiner. Wie gesagt, gut mit deiner Nase auf der Brust. Ich habe das Gefühl, du erstickst mir aber. Die Hebamme sagt, das ist ganz normal. Ich weiß nicht, wie du das hinbekommst. Man hat immer Angst, dass die Kinder sich dann die Decke über den Kopf schieben und dann da ersticken. Aber privat hier, also ich sag das mal so hier. Ja. Mann.
wenn man es nicht trägt, ist die Schnute immer irgendwie im am Kopf. Also immer im Körper. Hat man mal wirklich das Gefühl, die ersticken. So. Nein, laufen. Wo hast du die Saat hingemacht? Ich will noch mehr aussehen. Getreide. Also Gewächshaus. Willst du noch was anderes? Nee. So. Gut. Warum lässt du eigentlich grundsätzlich wirklich alle Türen offen? Wozu mache ich dann Zäune, wenn du alle Türen offen lässt? Und warum lässt du die bei Regen raus? Ich hab dir doch schon 100 Mal gesagt, da müssen die Türen zubleiben. Ich renne hier durch, mach die Türen zu, komm nächstes Mal wieder, regnet wieder, dann sind die Türen wieder alle offen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe mich auch immer nicht. Und? Was soll's? Jetzt suche ich die Getreidesaat und finde die nicht. Wenn, da ist was. Wenn es alles 400 sind, kannst du auch einfach mal nur die Hälfte mitnehmen. Da kannst du nämlich nur die Hälfte der Sachen verbummeln. Die einzige, die ja verbummelt, bist du. Gar nicht wahr. Gar nicht doch. Immer zweimal mehr als du. So. So, wie geht's Baby? Das Baby hat sich selber zugedeckt. Im echten oder im Online-Baby? Das Online-Baby. Das muss ich ja schon selber ins Bett bringen. Ja. Das lernt halt auch verantwortlich. Sag mal so, wir Eltern sind so schlimm hier. Meine kleine Maus hier, deswegen spiele ich gerade nicht weiter, die ist hier im Tragetuch und macht hier mit ihrem Körper Akrobatik, rollt hier drin. Die dreht sich hier und wendet sich. Der Kopf ist irgendwo fast unten, der Arsch ist fast oben. Die Beine sind irgendwie links und rechts irgendwo verteilt. Ah. Ey, Kinder sind so beweglich, man hat echt Angst, die brechen sich alles, die ersticken. Aber ist das alles ganz normal? Das hat zum Beispiel die Nase auch schon wieder an meiner Brust. Mit dem Kopf direkt dran ist. Nach dem Motto Mund und Nase bedecken. Wie viel Maus. Ach ja, ich spiele ja noch. Hätte ich mal noch vergessen. 23:50. So, kann ich hier noch was machen? So, dann nehme ich die noch mit hier. Oh, ich weiß nicht, ob wir es schaffen noch mit Ernten. Vielleicht sollte ich die nächsten paar Tage ernten, dann haben wir wenigstens die Chance, dass einer von uns beiden die Quest abschließt, okay? Ja. Also mache ich das mit Ernten. Gut. Ich habe, glaube ich, schon 4 Stück. Ich sehe das in der nächsten Folge. Bis dann.